Frank Wernicke missbraucht sein Amt, um Parteipolitik zu machen und hetzt dabei übelst gegen AfD und BSW. Doch erstmal langsam, was ist überhaupt passiert? Bei den Ostwahlen vor kurzem haben sowohl AfD als auch BSW wirklich sehr, sehr gute Wahlergebnisse eingefahren. Das BSW ist in beiden Bundesländern als neue Partei deutlich zweistellig geworden. Die AfD ist in Thüringen sogar mit großem Abstand vor der CDU Wahlsieger geworden. Und jetzt hat Frank Wernicke, der Mitglied in der SPD ist und der, wie gesagt, der Chef von Verdi ist, ein paar Vorschläge oder ein paar Tipps an die CDU, mit wem sie doch bitte koalieren solle. Ihr fragt euch vielleicht, warum sagt ein Gewerkschaftschef der CDU, mit wem sie koalieren soll? Ja, hört selbst zu. Verdi rät CDU zu Kooperation mit Ramelow und warnt vor BSW. Ja. Ihr habt es ja gehört, also es steht schon in der Überschrift, der Verdi-Chef stellt sich offen gegen das BSW auf jeden Fall und sagt der CDU, dass sie doch bitte mit der Linkspartei zusammenarbeiten soll. Verdi-Chef Frank Wernicke appelliert nach den Landtagswahlen im Osten an die CDU, für stabile Verhältnisse zu sorgen. Der Rechtsruck in Thüringen und Sachsen sei bedrohlich und die Regierungsbildung werde eine Herausforderung, sagte der Gewerkschafter dem Handelsblatt. Aus meiner Sicht gibt es da insbesondere in Thüringen nur einen Weg. Alle demokratischen Kräfte müssen zusammenarbeiten und die CDU muss ihre Aversion gegen Bruno Ramelow und seine Linkspartei aufgeben, um zu einer stabilen Regierung zu kommen. Skeptisch äußerte sich Wernicke gegenüber dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Die neue Partei vertrete beim Thema öffentliche Investitionen oder in der Sozialpolitik durchaus ähnliche Positionen wie Verdi. Fast so, als ob das Bündnis Sarah Wagenknecht die Interessen der einfachen Leute vertritt. Kann gar nicht sein. Aber in der Umwelt- und Klimapolitik, ihr lest richtig, Umwelt- und Klimapolitik, auf jeden Fall ein Kernanliegen von jeder Dienstleistungsgewerkschaft, also die muss sich dann noch um Klima und anderen Firlefanz kümmern. Deswegen tippt man ja bei Verdi bei, also wenn ich irgendwo im Dienstleistungssektor arbeite und dann bei Verdi beitrete, dann will ich auf jeden Fall, dass ich meine Gewerkschaft für Klimaschutz einsetze. Das ist der Grund, warum die Leute da beitreten. Beim Thema Migration, ganz, ganz wichtig, also wenn ich irgendwo im Einzelhandel arbeite, dann will ich natürlich noch ganz, ganz, ganz viel mehr ausländische Kollegen hierher importiert bekommen, die mir dann zusätzlich Konkurrenz in meinem Beruf machen. Also ihr seht's, und plurale Gesellschaft oder bei der einseitigen Unterstützung Russlands gäbe es große Unterschiede. Also das ist wirklich ein Offenbarungseid. Der Verdi-Chef sagt, dass er hier sowohl beim Thema Migration als auch beim Wirtschaftskrieg gegen Russland fundamental Politik gegen die Interessen seiner eigenen Mitglieder machen will. Also Verdi greift hier wirklich die Interessen der eigenen Mitglieder an. Niemand, der bei Verdi ist, hat ein Interesse daran, dass es mehr Migration gibt. Niemand, der bei Verdi ist, hat ein Interesse an diesem Wirtschaftskrieg gegen Russland, der die Preise hier in Deutschland in die Höhe getrieben hat. 2022 sind die Reallöhne alleine um 4% gesunken, wegen dieser Inflation bedingt durch den Wirtschaftskrieg gegen Russland. Also der Verdi-Chef fährt hier wirklich einen Frontalangriff auf seine Mitglieder. Also wenn ich bei Verdi wäre, ich würde mich gerade echt aufregen. Naja, mal zum nächsten Punkt. 56% der Deutschen befürworten laut einer neuesten Umfrage eine mögliche Beteiligung des Bündnis Sarah Wagenknecht an Landesregierungen. Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen hat die CDU in beiden Ländern auch das BSW zu Gesprächen eingeladen. In den ostdeutschen Bundesländern ist der Blick auf eine mögliche Regierungsbeteiligung des BSW mehrheitlich positiv. Ja, und da muss ich persönlich sagen, das sehe ich nicht so. Also ich finde, das BSW wird in der Koalition mit der CDU nichts von seinen zentralen Themen umsetzen können. Deswegen bin ich dafür, dass das BSW keiner Koalition mit der CDU beitritt. Also ich fände es besser, wenn das BSW in der Opposition bliebe und dieser grundfalschen Politik von CDU und Ampel aus der Opposition entgegentreten würde. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich bin selbst kein Mitglied des Bündnis Sarah Wagenknecht. Ich würde mir aber wünschen, dass es diesem Land als starke oppositionelle Kraft erhalten bliebe. Ende 2018 hat die CDU einen Unvereinbarkeitsbeschluss verabschiedet, wonach die Parteikoalition und ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der AfD sowie der Linkspartei ausschließt. Ja, und da rät Frank Wernicke der CDU jetzt doch bitte, bitte diesen Unvereinbarkeitsbeschluss aufzugeben. Das Dramatischste am BSW sei aber die Banalisierung der AfD und ihrer Gefahr für unsere Demokratie durch das BSW, klärte der Verdi-Chef.
Er erlebe höchst irritierende Äußerungen von Sarah Wagenknecht, die sich nicht gerade in der antifaschistischen Tradition der Linken bewege. Also, sorry, die AfD ist eine wirklich neoliberale Partei, die es ist eine CDU aus den von Anfang der 2000er Jahre. Ungefähr das ist die AfD. Die AfD hat aber ziemlich wenig mit Faschismus zu tun, aber ja, das ist so. Aber schön, dass der Verdi-Chef hier eine demokratische Partei, die in Ostdeutschland ein Drittel der Wahlberechtigten abholt, schon mal als Ingenieur des Faschismus rückt. Also vollkommen irre. Also, wenn ihr Mitglieder bei Verdi seid und AfD oder BSW gewählt habt, dann solltet ihr euch jetzt ganz dringend Gedanken machen. Also, wie gesagt, wenn ich bei Verdi wäre, bin ich nicht, dann würde ich als allererstes sofort den Rücktritt von Frank Wernicke fordern, der sein Amt hier dazu missbraucht, um Parteipolitik zu machen. Parteipolitik zugunsten der SPD. Also die SPD ist eine dieser etablierten Parteien. Die möchte gerne an den Futtertöpfen bleiben. Und da beißt man natürlich neue Konkurrenz, sei es jetzt AfD oder sei es das BSW, schnellstmöglich weg. Und um dieses Wegbeißen von parteipolitischer Konkurrenz geht es auch Frank Wernicke hier. Jetzt ging das BSW mit solchen vollkommen abstrusen Sachen. Natürlich nicht, weil es da irgendeinen inhaltlichen Hintergrund gäbe. Nicht, weil die Mitglieder von Verdi tatsächlich ein Interesse daran hätten, diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland weiterzuführen. Oder an einer absurden Brandmauer, an einer Ausgrenzungspolitik gegen die AfD ein Interesse hätten. Die Mitglieder von Verdi haben eher ein Interesse daran, dass die demokratischen Parteien zusammenarbeiten und Lösungen finden, die fürs Land am besten sind. Und in Ostdeutschland, wenn die AfD halt ein Drittel der Stimmen bekommt, ja, dann wird man auch mit der AfD irgendwie reden und sich mit ihr inhaltlich auseinandersetzen müssen. Wie gesagt, Migration, Wirtschaftskrieg gegen Russland hatte ich mich ja schon zu geäußert. Hier fährt der Verdi-Chef wirklich eine Agenda, die den Interessen seiner Mitglieder entgegenläuft. Und man kann wirklich nur hoffen, dass die Mitglieder von Verdi, Frank Wernicke, für diese wirklichen Unverschämtheiten zum Teufel jagen. Also BSW und AfD kommen deutschlandweit, wenn man sich aktuelle Umfragen anschaut, auf ungefähr ein Viertel der Wählerstimmen. Also der Verdi-Chef spuckt hier und einem Viertel der Verdi-Mitglieder offen ins Gesicht. Was passiert hier gerade? Also, liebe Verdi-Mitglieder, steht endlich auf gegen solche Leute. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.